Schweißtreibende Arbeit für das Team der Deutschen Bahn. Abends, wenn die meisten Feierabend haben, werden die Schienen der ICE-Strecke Köln-Frankfurt ausgetauscht. Wir haben nur ganz kleine Fenster, in denen wir schweißen können, so von 0.30 Uhr bis 8 Uhr teilweise nur, weil es einfach zu heiß ist ansonsten. Die Schienen müssen bei einer mittleren Temperatur von ca. 23 Grad verlegt werden, damit das Material bei Kälte und Hitze arbeiten kann. Zwei Loks bremsen den sogenannten Schienenwechselzug mit seiner tonnenschweren Fracht. Der Schienenwechselzug drückt die alten, abgefahrenen Gleise nach außen und bringt die neuen, noch rostigen, in die Spur. Das fährt sich ab. Insgesamt wird nur ein Drittel der gut 180 Kilometer langen Strecke ausgetauscht. Wir wechseln hier tatsächlich nach sozusagen Bedarf und dann können wir tatsächlich mit Jahren Vorlauf auch diese Maßnahmen planen und auch in diesem Maße bündeln, ne? Dass wir jetzt sagen können, wir können über 4 Wochen die Strecke sperren. 4 Wochen, in denen zwischen Köln und Frankfurt kein ICE fährt. Die Reisenden müssen auf die alte Bahnstrecke durchs Rheintal ausweichen, die doppelt so lange dauert. Am Bahnhof Limburg Süd hält kein Zug mehr. Ein Schweiß-LKW verbindet die einzelnen Gleise miteinander, damit der ICE wieder darauf fahren kann. Und wenn nichts dazwischen kommt, wird ein Messfahrzeug am Montag die Strecke noch einmal abfahren und prüfen. Ist dann alles in Ordnung, fahren die ICE am Dienstag wieder planmäßig.